Habt ihr euch eigentlich schon Kerzen gekauft? Die dürften in diesem Winter wahrscheinlich wichtig werden. Denn nicht nur der Strom wird knapp, auch das Gas und die Energieversorgung insgesamt. Es könnte also sehr wohl sein, dass wir irgendwann nicht nur im Dunkeln, sondern auch im Kalten sitzen. Schuld daran hat die Politik. Die Politik, die jahrelang versäumte, unser Energiesystem auf sichere Beine zu stellen. Ja, ganz im Gegenteil. Diese Politik war verantwortungslos und sie ist rücksichtslos und die Konsequenzen werden wir alle spüren. Man muss nun kein Physiker sein, um festzustellen, wenn man ein Kraftwerk nach dem anderen abschaltet, dass irgendwann nicht mehr genug Strom da ist. Sollte es keinen Ersatz geben. Und Windmühlen und Solarenergie sind bekanntlich im Winter oder im Herbst kein Ersatz und auch im Dunkeln nicht, also dann, wenn es Nacht ist. Aber darüber oder über diese Geschichten denkt sich natürlich ein Grüner und auch unsere Politiker, das ist denen egal, so weit denkt er gar nicht. Aber die Konsequenzen werden jetzt deutlich spürbar. Und was machen sie, die Medien und auch einige Politiker? Sie geben dir die Schuld, weil du den Strom verbrauchst. Also sowas ist doch wirklich eine große Unverschämtheit. So hat sich die stellvertretende Vorsitzende des EU-Parlaments, SPD, Katharina Barley, an die Öffentlichkeit gewandt mit dem klugen Ratschlag, jede Kilowattstunde, die man nicht verbraucht, ist eine gute und eine gesparte Kilowattstunde. Also das ist natürlich typisches Politikersprech. Wir schauen uns nicht die Ursachen an, sondern wir sagen, pass auf, ist alles ganz einfach. Verbraucht ein bisschen weniger Strom und dann ist die Welt gut. Genauso unverschämt und fassungslos der Kommentar in den ARD Tagesthemen vor einigen Tagen, wo der Kommentator sagt, der Preisschock ist da und das ist gut so. Also ich meine, wenn man bei der ARD arbeitet und sich von zwangsfinanzierten Gebühren ernähren muss und sein Häuschen baut, dann hat dieser Mann wahrscheinlich nicht die Probleme, die die meisten anderen Leute haben. Aber es geht auch gar nicht so sehr darum, dass der Strom und die Energie teurer wird, sondern es geht darum, was bedeutet das? Darauf komme ich nachher noch. Aber erstmal, selbst wenn der private Sektor weniger Strom verbrauchen würde, dann würde das kaum Auswirkungen haben. Also wenn ihr das Licht ausmacht oder irgendwo eine Energiequelle einspart, dann ist das im gesamten Netz eigentlich verschwindend gering. Denn der überwiegende Teil des Stroms, der wird ja von der Industrie verbraucht. Über 75%, ihr habt richtig gehört, über 75%. Strom ist so wichtig wie Sauerstoff in der Luft zum Atmen und zu leben. Strom ist überlebensnotwendig für die gesamte Industrie. Und die Tatsache, dass Strom immer teurer wird, mag zwar ärgerlich sein, aber es zeigt auch, dass es eine Ursache gibt, warum er denn immer teurer wird. Und das ist die Stromknappheit. Diese Stromknappheit haben wir selber verursacht in den letzten Jahren, indem wir zahllose oder sehr viele Atomkraftwerke abgestellt haben, sehr viele Kohlekraftwerke abgestellt haben und mehr sollen noch folgen. Und es ist nicht eine einzige Energiequelle ersetzt worden durch irgendeine andere. Also nochmal, da muss man jetzt nicht Physik studiert haben, um zu wissen, dass das in die Steinzeit führt. In die Steinzeit, die wahrscheinlich von den Grünen auch so gewollt wird. Denn nutzt ja nichts, wenn der private Verbraucher weniger Energie verbraucht. Es geht ja darum, dass die Industrie abgeschaltet wird. Und mittlerweile ist es auch so, dass einige Verbände schon extremen Alarm schlagen. Zum Beispiel der Verband der chemischen Industrie Deutschlands sagt, also wenn die Strompreise da bleiben, wo sie sind, dann wird es dazu führen, dass einige Anlagen abgeschaltet werden müssen. Ihr habt richtig gehört, abgeschaltet werden müssen. Auch die Stahlindustrie hat schon bereits Alarm geschlagen. Die Chemieindustrie. Die Industrie braucht nun mal den Strom und die kann nicht einzelne Kraftwerke oder einzelne Lampen einfach abschalten. Und darüber hinaus, was soll dieses ganze Geschwätz des Sparens?
Es ist ja wohl niemand auf der Welt da, der einfach so Energie verbraucht aus Jux und Dollerei, weil es ihm egal ist. Ich meine, die meisten Leute haben ja schon diese komischen LED-Funzeln in ihrem Haus angebracht. Die meisten Menschen sparen ja schon Energie, wo sie können und verunschönen sich ihr Leben. Also bei mir in die Wohnung kommt zum Beispiel keine Energiesparbirne rein. Ich brauche das volle Spektrum einer normalen Glühbirne. Und wenn man sich das Strom nicht mehr leisten kann, dann sollte man vielleicht eine Kerze anzünden, von der ich hoffe, oder von der ich hoffe, dass ihr euch schon einen genügenden Vorrat angelegt haben. Es ist ja so, also selbst wenn wir jetzt alle mit LED beleuchten und so weiter, das bringt auch nichts. Das beruhigt zwar das gute Gewissen, aber wie viel Strom wird für Beleuchtung benötigt? Also von dem, was angeboten wird, sind es 10%, sind es 5% oder wie viel ist es? Wisst ihr es? Licht? Lampen, 1% des Stromverbrauchs wird durch Beleuchtung verbraucht beziehungsweise entsprechend dargestellt. Und das bedeutet natürlich, wenn man also hier das Licht ausschaltet, dann hat das auf den Energiesektor praktisch überhaupt, spielt das überhaupt keine Rolle. So werden wir alle fehlgeleitet. Wir glauben, wir könnten durch mehr Sparen die Energieversorgung sicherstellen. Dem ist aber nicht so, weil es einfach ein Gesetz gibt, wie viel Strom zum Beispiel eine Fabrik braucht oder viele Fabriken oder überhaupt der Industriestandort Deutschland. Und da kann man nicht einfach irgendwas abschalten. So einfach ist das nicht, wie uns Politiker wahrmachen wollen oder irgendwelche Kommentatoren von der ARD. Und darüber hinaus ist es natürlich auch eine Frechheit, den Leuten zu sagen, es ist gut so, dass der Strompreis steigt. So eine Art Umerziehungsmaßnahme, damit ihr endlich das Licht ausmacht und die Energieversorgung rettet. Nein, die Energieversorgung kann nur gerettet werden, indem wir neue Kraftwerke bauen. Das geschieht aber nicht. Auf der anderen Seite soll ja die Mobilität auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden. Da gibt es schon Berechnungen, dass wir da also ungefähr insgesamt 30 Großkraftwerke brauchen, wenn wir den gesamten Verkehr in Deutschland auf E-Autos umstellen würden. Denn irgendwo muss ja der Strom herkommen. Aber habt ihr schon mal davon gehört, dass irgendwo ein Kraftwerk gebaut wird? Nein. Und das ist das Drama, dem wir entgegengehen. Das Fazit wird sein, dass die Energieversorgung, der Strom immer knapper wird, dass sich immer mehr Menschen diesen gar nicht leisten können. Die große Pleitewelle hat gerade erst begonnen. Der erste Anbieter ist in diesen Tagen insolvent gegangen und hat einfach die Strom- und Gasversorgung bei seinen Kunden eingestellt, weil er gesagt hat, wir müssen die Energie zu so hohen Preisen kaufen. Wir können nicht mehr das, was wir vertraglich zugesichert haben, also Preis pro Kilowattstunde und so weiter, können wir nicht mehr machen. Also sind wir jetzt pleite. Pleite sind dann wahrscheinlich, und in die Röhre gucken dann auch diejenigen, die bei diesen alternativen Stromanbietern Verträge abgeschlossen haben, die vielleicht Abschlagszahlungen oder Vorauskasse gemacht haben, im Hinblick, dass sie dann Prozente bekommen auf das ganze Jahr. Das Geld ist weg. Das kann man dann beim Insolvenzverwalter einklagen. Und da ist es dann auch wahrscheinlich, die Chancen dafür sind sehr, sehr gering. Diese Menschen fallen dann in die Grundversorgung zurück. Da zahlen sie gleich mal das Doppelte und haben noch den Schaden von dem alten Vertrag. Also daran seht ihr, ich habe es ja auch in den letzten Videos schon gesagt, passt auf bei diesen alternativen Stromanbietern. Ich befürchte da eine riesen Pleitewelle in den nächsten Monaten. Und dann guckt ihr alle in die Röhre und werdet doppelt zur Kasse gebeten. Das sollte eigentlich nicht sein. Es ist manchmal besser, bei seinem Grundversorger zu bleiben, auch wenn er etwas teurer ist. Aber da ist er auf jeden Fall sicherer. Aber zurück zur Hauptursache des ganzen Dilemmas. Wir haben es hier mit einer kompletten strategischen Fehlentwicklung in den letzten Jahrzehnten zu tun. Und diese strategische Fehlentwicklung im Bereich Energie, die kann man nicht so einfach von heute auf morgen rückgängig machen. Wenn man ein Kraftwerk bauen will, dann dauert das irgendwie mindestens 5 Jahre, bis es fertig ist. Und in der Zwischenzeit stehen wir dann im Dunkeln oder haben wir ein Brownout oder ein Blackout oder sonst was. Hinzu kommt ja noch, dass
immer mehr Kraftwerke in den nächsten Jahren zusätzlich noch stillgelegt werden sollen. Also sie lernen es gar nicht. Sie sehen, was los ist aktuell und sagen, ja, Ende des Jahres geht noch ein Atomkraftwerk vom Netz und in den nächsten Jahren gehen so und so viele Kohlekraftwerke vom Netz. Ich meine, haben die Leute schon mal das große Einmaleins gelernt oder können sie eins und eins zusammenrechnen? Woher soll denn dann der Strom kommen? Eine Industrienation wie Deutschland, die die eigene Grundversorgung nicht mehr gewährleisten kann und von öffentlichen Strombörsen aus dem Ausland abhängig ist, damit hier noch das Licht angeht, die ist doch nur wirklich zum Untergang verurteilt. Ganz abgesehen davon, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, wo man jetzt den überteuerten Strom von diesen Strombörsen überhaupt herbekommt. Das sind natürlich die Kohlekraftwerke in Polen, die Atomkraftwerke in Tschechien und so weiter. Diese ganze grüne Ideologie ist zum Scheitern verurteilt. Sie macht die Menschen arm und sie zerstört den Industriestandort Deutschland. Wir werden eine Massenarbeitslosigkeit kriegen, wenn das so weitergeht. Die Industrie wird abwandern, weil entweder kein Strom da oder Strom zu teuer. Das sind die Konsequenzen, mit denen wir uns in Zukunft auseinandersetzen müssen. Und in der Zwischenzeit gehen immer mehr Stromanbieter pleite. Schöne neue Energiewelt. Ich befürchte das Schlimmste für die nächsten Monate. Folgt uns auf unserem Telegram-Kanal, MM-News offiziell, der Link gleich unter diesem YouTube. Dort immer aktuell informiert zu Wirtschaft und Politik.